So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge ARK. Und ihr seht auch schon hier einen echten Babyraptor. Genau, sehr viele Leute haben mich letztes Mal gefragt, Askalter, du hast uns schon seit Ewigkeiten versprochen, mal Dinosaurier zu züchten. Zeig uns doch mal, wie das Ganze funktioniert. Und seht hier schon so einen kleinen Racker und ich werde euch einfach mal heute zeigen, wie das Ganze möglich ist. Und wir versuchen mal auch mal ein paar Babys hier zu bekommen. Ich habe das ja damals schon versucht, hatte eigentlich vor, ursprünglich Titan und seine Freundin zu züchten. Hat aber leider nicht geklappt, da ja jemand uns da leider zuvorgekommen ist. Na, anfangs dachte ich, wir könnten ja mal das Gefängnis, wo ja momentan gar keiner drin ist, vielleicht mal anders nutzen, ne, für einen positiven Zweck, aber, ja, es funktioniert leider nicht, da die Raptoren einfach zu groß sind. Die kommen da nämlich nicht rein. Ne, aber ist kein Problem, um, ja, Dinosaurier zu züchten, braucht man nämlich einen engen Raum. Das kann man zum Beispiel hier machen, indem man einfach ein kleines, ja, eine kleine Art Gehege entwirft, ne. Ich würde einfach mal Fetch benutzen, ne, ist relativ kostengünstig. Ja, dann müsste man hier dann zum Beispiel noch welche hinmachen. So, und das würde ja schon ausreichen. Also seht schon, mit geringem Aufwand kann man hier ein Raptor-Ei ins Leben rufen. Gut, genau, der ist ein bisschen langsamer, ist aber kein Problem. Denn wir brauchen immer ein Männchen und ein Weibchen. Das ist jetzt, glaube ich, hier ein Weibchen. Ne, das ist ein Männchen natürlich. Das hier ist ein... Ah, ein Weibchen, perfekt, passt doch super. Am besten ist immer, wenn man zwei starke Raptoren zusammentut. Ja, beziehungsweise nicht nur Raptoren, sondern generell Dinosaurier. Sucht euch am besten immer Dinosaurier raus, die stark sind, ne? Zum Beispiel der hier ist relativ schwach. Level 68, mal yo. Das ist ja noch nicht so viel. Aber der hier, Level 969, ne? Was ganz anderes, ist auch Mail. Perfekt. Dann nehmen wir einfach den hier. Ja, wenn er da mal loslaufen würde. Und dann haben wir jetzt eigentlich zwei relativ starke Raptoren, die wir züchten könnten. So, müssen wir dann hier nochmal das Gehege zumachen. Einmal zack. Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht... Ja, die kommen hier, glaube ich. Doch, die kommen hier raus. Ja, war jetzt leider nicht so geschickt gebaut. Aber ist ja kein Problem. Machen wir hier noch was hin. Haben wir noch eine Foundation. Und jetzt sollten die eigentlich nicht mehr raus können. Ja, was der nächste Schritt ist, ist einfach auf Wandern. Dich auch. Ja, man muss beide auf Wandern setzen, ne? Sonst bringt das nämlich nichts. Gut, dich auch auf Wandern. Einmal zack. Und schon seht ihr zwei Herzen über den beiden. Wunderbar, diese Liebe. Amor. Ja, Leute, so muss das sein. Und irgendwo sollte jetzt auch angezeigt werden. Genau, hier, Mating Progress. Yo, der Progress, der dauert gar nicht so lange. Also das Ei ist in 0,nix geschlüpft. Ich habe das ein bisschen hochgestellt. Eigentlich dauert das Stunden. Aber ich dachte mir für eine Aufnahme, das ist ja blöd, wenn das Stunden dauert. Deswegen habe ich das mal ein bisschen hochgestellt. Normalerweise, ich weiß gar nicht, wie lange das genau dauern würde. Ich sag nur, ich glaube, ich habe jetzt Mating Speed habe ich auf 10, also das Zehnfache halt, ne? Sind wir aber mal gespannt, ne? Es geht relativ schnell, ist wunderbar. So, dann wären wir aber in der Zwischenzeit schon mal. Ja, wir kommen jetzt leider hier nicht raus, die bewegen sich auch gar nicht, ne? Theoretisch hätten wir doch, genau, hätten wir das hier gar nicht gebraucht, ne? Die werden ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weglaufen. Das ist einfach, ja, eine Verschwendung, ne? Egal. So, der denkt sich wahrscheinlich so, oh Mann, Askalter, du bist so gemein. Es kann natürlich auch sein, dass der bessere Werte hatte, ne? Wobei ich das bezweifle. Man soll nämlich nicht immer alles an den Level festmachen. Zum Beispiel hier Leben hat er 800, ne, was er noch so schön ist, Mini-Damage 169, mal gucken, was die anderen so für Werte haben. Skulls zum Beispiel hat, ne, über 1000 Leben, Mini-Damage von über 200. Also schon mal ein sehr starker Raptor, was mit ihm hier, ne, auch Heal, wow, schon fast 1500 und auch Mini-Damage sehr hoch. Also sind zwei sehr, sehr starke Raptoren. Und damit kriegen wir wahrscheinlich einen richtig geilen Raptor. Was aber noch viel wichtiger ist, wenn man nämlich erstmal... Diese ja, jetzt müssen wir irgendwie rauskommen. Wenn man erstmal ein Raptoren-Ei hat, dann ist es noch viel wichtiger, dass es auch schlüpft. Und dafür, genau, jetzt sieht der Skulls Haut ab. Mist. Ich hätte die Fetch-Wand da lassen sollen. Weil das Ei ist leider nicht geschlüpft. Wir müssten dann theoretisch, ja, müssten sie einfach zurückholen. So, ich weiß auch gar nicht, ob der Mating-Progress jetzt völlig gestört ist. Ob der jetzt wieder auf Null ist. Ich hoffe nicht. Ne, kann aber tatsächlich sein, dass er so schnell wieder... auf Null zurückgesetzt wird. Gut, tun wir den jetzt hier wieder rein. Hier kommt, entkommt er uns nicht. Ja, mal gucken. Ja, muss wieder von neu anfangen. Der ist natürlich ziemlich blöd. Also deswegen, Leute, geht immer auf Nummer sicher. Passt auf, dass euer Dinosaurier nicht abhaut. So, ich hoffe mal, Skulls wird da nicht rauskommen. Ne, ich hoffe es einfach mal. Gut, wir können dann schon mal. Was nämlich noch viel wichtiger ist, ist das Ausbrüten. Denn dafür braucht man Air Conditioners. Und die haben wir nämlich auch, habe ich jetzt hier gerade im Inventar. Ich hatte schon mal welche, aber die wurden leider zerstört, als unsere Base geraidet worden ist. Ja, das ist tatsächlich schon mal passiert.
Aber wir haben tatsächlich ein paar neue gecraftet und werden einfach hier mal, ne? Was ist denn das hier? Aha. Ein Training Dummy, auch cool. Da können wir also richtig üben, Leute. Ist eigentlich auch ziemlich nice, ne? Wenn wir sagen, okay, das ist ein... Wir wollen hier direkt ins Ziel reinschießen und... Oh, wir haben einen Score von 32 und der hält das anscheinend auch ziemlich viel aus. Ist, glaube ich, nicht schlecht, oder? 32, direkt ins Herz. So soll das sein. Gut, was bringt den Kopfschuss? Mal gucken. Ob der... Hat gar nichts gebracht, ne? Man muss also schon hier reinschießen. Gut, und man, anscheinend, wenn man hier reinschießt, ne? Wird dann überhaupt Munition verschwendet? Eine gute Frage. Probieren wir nochmal aus. Ja. Es laggt einfach gerade ein bisschen. Okay, DPS von 6. Zack. Ne, es wird Munition verschwendet. Naja, was heißt verschwendet? Man trainiert ja damit, ne? Gut, hier ist noch genug Treibstoff drin. Dann können wir hier schon mal ein paar Air-Conditioner aufstellen. Naja, auch nochmal gut, dass hier direkt eine Auto-Turret ist. Falls jemand sich denkt so, yo, Askalter, ne, wir raiden mal deine Base. Zack, ist er tot. Gut, ich würde sagen, die verteilen wir jetzt in den, im Raum. Würde ich sagen, eine hier. Wie viel braucht man denn davon? Ja, so 2, 3 Stück sollte man auf jeden Fall im Raum aufstellen. Und dabei ist es egal, ob man die jetzt verteilt oder nicht. Denn man kann die auch direkt nebeneinander stellen. Hauptsache, die sind im Raum. Gut, würde ich sagen, tun wir dann einfach hier hin. So, jetzt haben wir 3 Stück. Dann sollte es hier auch schon klimatisiert sein. Ihr seht, 16 Grad. Naja, schon ein bisschen kalt, ne? Wahrscheinlich auch, weil die Tür hier offen ist. Aber gut, wir gucken nochmal, wie weit unsere Raptoren sind. Ich glaube nämlich, dass Skulls wieder abgehauen ist, so wie wir sie kennen. Das war natürlich nicht so cool. Aber wir schauen einfach mal. Ihr seht, so Duplo lebt auch noch, ne? Er will 193 allein. Also das ist schon ziemlich heftig. Skulls, wie kommst du gerade so voran? Ja, mal schauen. Skulls ist gerade, können wir von hier aus gar nicht sehen, oder? Moment. Ja, ein Ei wurde gelegt. Perfekt, dann können wir das hier zerstören. Und das Ei natürlich auch aufsammeln. So, nehmen wir gerne mit. Wir müssen aufpassen, ich habe das mal gegessen, ne? Und das war natürlich ziemlich schlecht. Also esst niemals die Eier, also wenn ihr die im Inventar habt, niemals auf Use Item klicken. Dann habt ihr ein großes Problem. Gut, genau, Wandern haben wir jetzt wieder disabled. Dann wollen wir mal wieder zurück zu unserer Base. Das Ei haben wir hier im Inventar. Genau, was ich hatte, ich dachte nämlich, ach, das muss man wahrscheinlich in den letzten Inventarslot legen und dann einfach die Null drücken. Und dann habe ich es gegessen. Ein schönes, befruchtetes Raptor-Ei. Ja, es hat zwar sehr lecker geschmeckt, aber ich war dann sehr traurig. Unsere harte Arbeit, naja. Gut, hoffentlich klappt das jetzt, wenn wir das hier einfach hinlegen. Gut, ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich hoffe es einfach mal. Gut, Raptor-Ei. Einfach mal O, zack. Das liegt jetzt hier. Ja, und ihr seht auch schon, was steht hier. Ja, das brütet geradeaus. Dauert aber eine Weile, ne? Ich glaube, wenn der gelbe Barren auf 0 ist, müsste das schlüpfen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie einen Raptor gezüchtet. Der Raptor, den wir in unserer Base haben, ist einfach nur ein Beispiel eines anderen Tribes, ne? Darum auch auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das jetzt auch bei uns funktioniert. Ihr seht schon, so höher die Gesundheit des Eis, desto bessere Stats kriegt der nachher auch, ne? Daher ist es halt wichtig, dass man die Temperatur immer so ein bisschen reguliert. Ja, kann man hier eigentlich nicht viel machen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, mach es mal so und so, mach mal hier die Luft so und so. Das geht nicht. Aber ihr seht schon, 17 Grad haben wir hier oben, wo wir die Air Conditioners haben. Mal gucken, was wir im unteren haben. Wobei ich auch nicht weiß, ob die Air Conditioner das ganze Haus regulieren. Ne, hier unten haben wir auch 17 Grad. Interessant, was haben wir draußen? Ich finde sowieso, dass die Air Conditioner in Ark noch sehr verbuggt sind. Eigentlich alles in Ark ist verbuggt. Ihr habt das ja auch vielleicht gesehen, wenn ich jetzt die Rüstung mal ausziehe. Ich habe ja ein Ganzkörper-Tattoo eigentlich, ne? Aber hier habe ich immer noch eine schwarze Hand, obwohl ich hier eine weiße Hand habe. Sehr merkwürdig, ne? Das sind alles Ark-Bugs, aber ich meine, das gehört ja dazu. Und wir sind hier den Killer, da müssen wir aufpassen, nicht, dass er uns nachher noch killt. Das wollen wir nicht. Und er so, komm mal bitte, warte, nee, du willst uns killen, da sagt schon dein Tribe-Name. Allein schon Argentavis Level 200, ne? Und viele werden sich wahrscheinlich denken, Askalte, deine Base sieht so ein bisschen leer aus. Und ich muss leider sagen, es liegt daran, dass wir geradet worden sind. Ja, tatsächlich hat es jemand geschafft, ich habe es ja schon mit Kevin erwähnt, aber sie haben es geschafft, nicht nur meinen Kevin, sondern auch noch unsere ganzen Tyrannodons zu töten. Wo ich mir auch so dachte, alles klar, als ich offline war, Leute, ne? Dass man gerade arbeitet, ne, kommt dann spät abends nach Hause, möchte schön auf dem Ark-Server spielen und was kommt dann da so? Triblock, Kevin wurde von Susi getötet. Deine Pteranodons wurden getötet. Denkt man sich auch so, alles klar.
Gut, 57, das ist, glaube ich, eine gute Quote. Ah ja, immer 57, weil wir hier daneben schießen würden, was wäre das dann? Wäre auch 57, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Naja, wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir direkt hier in die Mitte, aber zack. Nein, immer 57. Ach, das... Wahrscheinlich zeigt das nur an, wie viel Schaden das macht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr euch damit auskennt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich hiermit nicht auskenne. Tut mir leid, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aha, das muss anscheinend 92 Schaden. Das kann nicht sein, oder? Also irgendwas stimmt da nicht. Gut, demnach würde eine Pickaxe mehr Schaden machen als eine Assault Rifle, was ich irgendwie bezweifle. Gut, wir können es ja mit einem Raketenwerfer probieren. Wobei, ich glaube, dann wäre die ganze Base hier Schrott, ne? Also, mein liebes Ei, wie weit bist du schon? Ja, schon fast fertig, Leute. Wunderbar, das geht so schnell. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch den, ja, die Zeit, die ein Ei benötigt, um zu schlüpfen, auch ein wenig hochgestellt, weil es einfach sonst zu lange dauert. Ich glaube, momentan benötigt, ja, ich habe die, glaube ich, auch um das Zehnfache erhöht. Also, wenn ihr meint, Askal, das ist okay, dann schreibt es in die Kommentare. Also, für, ich finde es, oh nein, oh nein, oh nein, und, aua, okay, perfekt. Ja, aber ich dachte mir so, ja, es wäre halt einfach ein bisschen langweilig in der Folge, wenn ich das stundenlang, und ich habe leider auch nicht die Zeit dazu, stundenlang auf dem Server zu stehen und neben dem Ei zu warten, dass es schlüpft. Deswegen habe ich das momentan ein bisschen hochgestellt. Freund oder Feind? Nein, der hat die Seuche, Leute. Freund, Freund. Freund, sagt er, aber ich weiß es nicht. Wir gucken den uns mal an. Das ist Susi! Komm nicht zu nah, ich habe die Seuche. Okay, bist du wirklich Freund? Klar. Leute, das ist kein Freund. Die hat alle unsere Dinos getötet. Ich sag immer noch die. Ist auch egal, ob jetzt Männlein oder Weiblein. Ihr Name ist Susi. Sie hat einfach eine tiefe Stimme. Es ist eine Frau mit einer sehr tiefen Stimme. Und ja, die sogenannte Susi... Ich muss meinen Raketenwerfer holen, glaube ich. Leute, die hat unseren Tribe... Wollte unseren Tribe zerstören. Sie hat leider nur unsere ganzen Tyrannodons und meinen Quetzal getötet. Aber keine Angst, das wird noch Rache geben, Susi. Ja, ja. Du Frau mit tiefer Stimme, Ninja-Monkeys, okay. Interessant, interessant. Ne, auch dieses ironische, ja, ich bin ein Freund, sagt schon alles, ne? Nicht mal eine Freundin bist du, Mensch. Na, okay, wollen wir mal weitergehen. Wieder zum Raptor zurück, nicht, dass es schlüpft und wir nicht dabei sind. Wir sind in Minecraft, ne? Bei Minecraft Dinosaurs oder Dinotopia. Wer das kennt, wer das guckt, der weiß ja da Bescheid, dass da alles möglich ist. Also, wenn man da nicht in der Nähe ist, allerdings passiert... Ja, das halt, dass man da nicht der Owner ist. Hier allerdings müsste man der Owner sein, glaube ich, wenn man das Ei gelegt hat. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob man in der Nähe sein muss, ja oder nein. Gute Frage. Wir schauen einfach mal nach oben. Ei ist noch nicht geschlüpft, müsste aber jeden Moment schlüpfen eigentlich, oder? Ja, jeden Moment, Leute. Ich bin gespannt. Ne, Susi, knüpfen wir uns nachher mal vor. Ich meine, die wird noch ihr blaues Wunder erleben, glaube ich. Würde ich mal so sagen, ne? Und ihr seht schon, Noah hat ein Ei für uns. Das ist ja noch besser. Haben wir gleich zwei, ne? Immer her damit. Immer her damit, Noah. Bitte, bitte, bitte. Okay. Er hat ein Ei für uns. Oh! Vielen Dank. So, einfach ein Argentavis-Ei, ne? Finde ich einfach richtig geil von ihm. Also dann nochmal großes Dankeschön an Noah. Der was auch cool findet, dann schreibt einfach mal Danke, Noah, in die Kommentare. Und er ist noch nicht geschlüpft. Perfekt, wir sind noch gerade rechtzeitig da, denn er wird jeden Moment wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken. Und wir haben einfach einen Argentavis, Leute. Das, besser kann es gar nicht gehen, ne? Und, Leute. Oh, ist der süß. Guckt mal, ein Babyraptor Level 145. Und jetzt müssen wir aber nur auf Imprint gehen. Oh, und wir können ihm einen Namen geben. Also seht schon, ja, der als erstes hier ist, hat gewonnen, ne? Denn wenn man nicht in der Nähe ist und jemand anders kommt dann vorbei, dann kann er den Raptor claim. Also muss man wirklich schnell sein. Gut, wir nennen ihn jetzt einfach mal, Leute, ihr dürft einen Namen in die Kommentare schreiben. Ich werde ihn jetzt einfach Babyraptor nennen. Also wenn ihr einen Namen für ihn habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und sieht auch schon, der muss jetzt erstmal erwachsen werden, ne? Steht da unten, ja, erwachsen werden Prozess. So, wollen wir mal gucken, was hat er denn jetzt alles hier? Raised by Askalter. Wirklich schön, der hat bestimmt Hunger, glaube ich. Der hat, natürlich hat er Hunger, ne? Es ist ein Baby. Die haben immer Hunger, aber der kann auch gar nicht so viel tragen. Wobei, ist das überhaupt? Der ist das gar nicht, oder? Nee. Hat er überhaupt Hunger? Mal gucken, ob wenn ich ihm das jetzt gebe. Yo,
Das findet er super, ne, wenn ich ihm das jetzt gebe. So, müssen wir ihn wahrscheinlich, genau, der kann doch gar nicht von selber essen, müssen wir ihm das alles so geben. Perfekt. Und ich weiß auch nicht, ob das wie beim Zähm ist, dass man den so bessere Sachen, man den ins Inventar legt, desto bessere Stats er am Ende bekommt. Das könnte sein, dass wir ihn jetzt am besten Kibbel geben sollten oder Primate, aber ich denke, hiermit stillen wir erstmal seinen Hunger und das ist so die Hauptsache. Gut, und ihr seht auch schon, ja, das Erwachsenwerden, das wird ein paar Tage dauern, glaube ich. Wie lange genau, weiß ich nicht. Aber ihr seht auch schon hier, seine Gesundheit, die ist auch im Schwanken, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ihm jetzt zu kalt ist oder ob ihm zu warm ist. Das kann man jetzt leider, der kann ja nicht reden, ne? Okay, kein Dinosaurier, aber warum das jetzt so schwankt, weiß ich auch nicht. Gut, seine, ja, er hat auf jeden Fall viel Hunger, wie man hier sehen kann. Seine, ja, Hungeranzeige, die droppt sehr stark. Okay, aber ihr seht schon Melee-Damage, ne? Als Baby hat er dann schon 255 Melee-Damage und 800 Leben. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube daraus, wenn wir den erstmal hochzüchten, wenn der erwachsen ist und wir den dann irgendwie, was nicht, auf Level, was weiß ich, auf Level 200 oder so bringen, dann haben wir schon einen richtig starken Raptor. Und ihr dürft einen Namen in die Kommentare schreiben. Und sieht auch schon, ja, sieht echt süß aus, ne? Der sieht echt verdammt süß aus, Leute. Gut. Ist jetzt gerade mal 0 Tage alt. Aber, ja, bis zum Erwachsenwerden dauert das auch wahrscheinlich noch, was weiß ich. Also wie lange das dauert, das ist mein erster Dinosaurier, mein erstes Baby. Kann ich leider nicht genau sagen, wie lange das dauert. Ich hoffe jetzt auch, wenn ich dieses Ei, also ich wollte das jetzt gerade schon essen, wenn ich das Ei jetzt hier hinlege. So, wollen wir mal gucken, was da rauskommt, was der Noah uns hier so Schönes gegeben hat. Oha. Guck mal, wie schnell das schlüpft. Das schlüpft auch gleich, Leute, perfekt. Vielen, vielen Dank, Noah, das hat allein schon für uns vorgebrütet. Und ein Baby-Agentaf ist Level 159, ne? Einfach richtig geil. So. Und den beiden Babys dürft ihr jetzt dürft ihr jetzt euren Namen in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise nicht euren Namen, sondern euren Wunschnamen. Wie soll das heißen? Guckt es euch einfach mal an, ne? Willst auch mal hier gucken. Wow, alles klar. Als Baby einfach fast 3000 Leben, ne? Melee Damage 255. Finde ich cool. Das sind einfach zwei richtig starke Dinosaurier. Und ihr seht schon, züchten in Ark, das bringt richtig viel, ne? Also ich glaube, ich werde noch zahlreiche Dinosaurier hier züchten. So viel Spaß, wie das allein schon macht. Denn erstmal, man hat Babys, Baby-Dinosaurier. Und zusätzlich hat man einfach noch richtig starke Dinosaurier, die sind ja deutlich stärker als unsere. Was natürlich dann nur schade wäre, wenn dann jemand kommt und die dann, oh, die folgen mir sogar, der kann sogar schon laufen, Leute. Das ist ja richtig cool, die können sogar schon laufen. So die Frage, wie wir die nachher wieder hier aus der Base kriegen, ne? Das ist eine, guck mal, der läuft auch ganz langsam. Ich glaube, wir lassen die erstmal hier drin, weil hier sind sie sicher. Wir müssen nur aufpassen, ich weiß nicht, ob sie hier so sicher sind, ne? Vielleicht sollte ich sie eher ins Gefängnis packen, da sind sie wahrscheinlich am sichersten. Aber ich glaube, hier fühlen sie sich dann doch eher am wohlsten, ne? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal herausfinden, wie das so ist, ob sie hier sicher genug sind. Ich meine, hier sind Autoturrets drin. Vielleicht sollte ich noch Fensterklappen installieren, ne? Dass hier niemand mit einer Assault Rifle durchschießen kann. Genau, ich werde auf jeden Fall noch Fensterklappen installieren, das ist sehr wichtig. Und dann sollten sie hier eigentlich relativ sicher sein. Glaube ich zumindest, ne? Wenn ihr es auch so seht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch Tipps habt, auch. Und ihr seht schon, das schwankt die ganze Zeit hier. Aber ihr seht schon einen kleinen Mini-Balken. Und es steigt langsam, ne? Ihr seht schon, Gesundheit 92 von 800. Das war ja vorhin 90 von 800, ne? Es wird langsam immer mehr. Aber die haben verdammt viel Hunger, ne? Wir brauchen erstmal eine Menge Essen. Gut, auch für den Argentavis hier. Ihr seht schon, ja, der möchte auch was essen. Gut, dann werde ich mal für die beiden das schönste Essen der Welt farmen. Naja, ich meine eigentlich ganz normales Dodo-Fleisch, ne? Also das, was uns mal so zwischen die Finger kommt. Ich denke aber, wir werden Susi an sie verfüttern. Das ist so mein Ziel. Wir werden Susi jagen und sie verfüttern. Ne, ob jetzt Mann oder Frau sei dahingestellt. Wir brauchen allerdings einen Flugsaurier. So wie den Argentavis von Noah. Also wir haben ja einen Flugsaurier jetzt, ne? Aber all unsere anderen wurden, glaube ich, gekillt. Genau, die wurden auch schon wieder versucht weg... Ja, die wurden auch schon... Ja, da ist ja der Susi. Die Susi. Ganz ehrlich, Susi, ja, das wird noch ein Nachspiel haben. Die hat nämlich all unsere Flugsaurier getötet. Das ist natürlich ein Problem, ne? So. Zack, die sind alle da, wunderbar. Noah. Hallo. Vielen Dank übrigens für den Angetabes, der ist jetzt geschlüpft, ne? Einfach richtig stark. Er hat keinen Ton an, okay. Trotzdem vielen Dank, Noah. Und guck mal, das ist übrigens Noahs Raptor, ne? Der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Können wir leider nicht die Stats angucken, aber... Bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und ihr seht auch schon hier, der mit seinem Petri, ne? Die Susi,
hat uns aber auch wieder gezeigt, dass Kalte seine Base ist nicht sicher genug und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Ich meine, mir wird immer wieder gezeigt, dass Kalte, das kann alles zerstört werden. Und ich meine, einerseits finde ich ganz, ja, finde ich es scheiße, weil einfach meine ganzen Dinosaurier getötet werden und es ist natürlich immer so, er ist der YouTuber, seine Dinosaurier zerstören wir, ne? Oder seine Dinosaurier töten wir und seine Base zerstören wir. So wird das immer bei den meisten gehandhabt, weil ganz viele denken sich, ja, wenn ich aus Kaltas Base zerstöre, der ist ja YouTuber und so, der ist dann viel cooler, als wenn ich eine normale Base zerstöre. Zum Beispiel jetzt, hä? Nein! Das kann nicht sein. Wie ist das möglich? Wodurch wurde der denn jetzt getötet? Angetavis? Leute? Wie ist der gerade gestorben? Der wurde getötet, steht hier. Aber warum? Wie? Was? Warum? Leute, haben wir ihn nicht genug? Ich glaube, er ist einfach verhungert, kann das sein? Dass wir verdammt viel Fleisch brauchen, wir einfach zu langsam waren. Nein, nicht im Ernst, Leute, jetzt, oder? Nein, das ist ja richtig ärgerlich. Okay, dann müssen wir jetzt uns beeilen für den Angentavis. Oh Mann. Leute, das ist jetzt verdammt ärgerlich. Der Raptor, den wir gerade gewonnen haben, ne? Ich habe mich so gefreut auf den Raptor. Da haben wir in dieser Folge einfach gezüchtet und den... Och Mann. Aber ich bin gerade ein bisschen traurig, weil der Raptor ja einfach gestorben ist. Und ihr werdet euch wahrscheinlich denken, Askalta, ganz ehrlich, du bist so ein Mörder. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir lernen dazu. Ich meine, man lernt immer dazu. Und wir haben jetzt, das hat uns jetzt wieder gezeigt, man muss wirklich von Anfang an viel Fleisch dabei haben. Ansonsten hat man anscheinend ein Problem. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, denselben Fehler werden wir nicht nochmal machen. Also wer jetzt denkt, Askalta, das ist schon ein bisschen ärgerlich, habt ihr recht, aber wir lernen ja daraus. Das ist die Hauptsache. Und ich kann euch versprechen, ich werde einen neuen Raptor zähmen. Da sitzt schon, so eine Assault Rifle ist nicht so wirklich stark, ne? Na gut. Ja, ihr seht schon, zum Thema stark. So, perfekt. Ein bisschen Fleisch, ne? Sollte genug sein für den Argentavis, hoffe ich doch mal. Gut, mein lieber Bär. Dann komm mal mit zurück. Also wir müssen, ja, noch sehr viel verbessern. Also wie ist so schade, der Babyraptor, er war einfach, ja... Er hatte keinen Namen, Leute, ne? Und es ist nicht das erste Mal, dass ich gerade ein Dino gewonnen habe und schon wieder Zaron in derselben Folge, ne? Das ist nicht das erste Mal. Ja, und einige schreiben dann ja auch, Askalta, du spielst schon so lange arg und dir passieren auch solche Fehler. Tut mir ja leid, Leute. Ich meine, für mich ist es nur ein Spiel. Aber ich finde es natürlich trotzdem toll, dass wir jetzt endlich mal es geschafft haben, Baby-Dinosaurier zu züchten, ne? Jetzt müssen wir nur noch halt, ja, jetzt kommt der nächste, das nächste große Abenteuer. Die auch irgendwie am Leben zu halten. Ist wie so ein Tamagotchi irgendwie. Müssen wir sehr stark aufpassen. Na gut. Der braucht auch genug, genau, genug Essen. Wahrscheinlich noch mehr. Also sie brauchen verdammt viel. So ein Baby hat Hunger. Ne, haben wir ja gemerkt vorhin. Das sollte man nicht unterschätzen. Na gut, Leute. Ansonsten war es nämlich auch erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch Vorschläge für den Namen habt, für den Argentavis, ich meine, immerhin den haben wir jetzt, dann auch auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Mach's gut. Schreibt mir nochmal vor, welche Dinosaurier ich nochmal so züchten sollte. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.